Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde ETS 2 hier auf meinem Kanal. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid und sehen wollt, wie wir heute Kies von Dresden nach Bremen transportieren. Ja, ob wir es schaffen komplett, weiß ich nicht. 12 Stunden Restzeit haben wir noch. Ich meine, geschlafen hatten wir, glaube ich. Wir sind jetzt einigermaßen fit, dass wir ja, starten können. Wir gucken nochmal oben, das Bett ist in Ordnung. Tanken müssen wir bald mal, aber noch nicht. So, wir sollen gleich hier vorne rechts rum. Das ist unsere neue Ladung, die wir uns geholt haben. Das ist schon mal schön. Sind wir bisher, glaube ich, auch noch nicht gefahren, ne, Kies? So, dann habe ich jetzt auch in ETS 2, glaube ich, hatte ich es noch nicht erwähnt, oder? Ich glaube nicht. Ich habe auch tatsächlich das Ganze jetzt umgebaut. Habe mich auch rangesetzt, das Bremspedal umgebaut. Die Lenkung insgesamt noch mal ein bisschen verfeinert. Oh, und da sehen wir es auch schon, ne? Ja, wieder ein neuer Mod am Start. Und zwar Traffic Pack bei JCCat. Schöner Mod, ein schönes Mod-Paket, kann man sagen. Wieso habe ich denn da hinten die 1 gesetzt auf der Map? Wer kann sich da noch dran erinnern? Bei der letzten Folge, letzte Aufnahmesession, ich wollte hier einmal rum, wollte ich ein bisschen reparieren. Schlafen brauchen wir nicht. Tanke ist da doch auch nicht. Erkundet haben wir alles. Reparieren lohnt eigentlich nicht, wir haben gar nicht so viel Schaden, ne? Aufrüsten brauchen wir auch nicht. Nehmen wir mal weg. Gerade noch rechtzeitig. Ich weiß nicht genau, was mein Ziel da war. Schlafen müssen wir nicht. So, blinken. Funktioniert. Das schon mal gut. Ja, also auf geht's. 561 Kilometer haben wir vor uns. Wird wieder eine recht lange Tour. Mit unserem eigenen LKW müssen wir natürlich weiterhin vorsichtig sein. 50, wir wollen auch nicht zu schnell fahren. Ich habe das Lenkrad. Ich habe ein neues, also ein komplett Profil. Ich habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen damit beschäftigen müssen. Weil auf der einen Seite war alles weg. Ging alles nicht mehr, musste das nochmal neu ändern, diese Logitech Gaming Software. Und habe mich da in den letzten Tagen, ja, also habe jetzt noch ein anderes Profil. Das Lenken hier ist viel, viel einfacher. Ich muss nur noch ganz wenig am Lenkrad rumreißen. Fast zu wenig. Aber egal. Sollen wir erstmal so. So, was ist mit ihm hier? Ihr seht auf jeden Fall richtige Fahrzeugmarken. Also wir haben den Mod, ich sage es gerne nochmal, AI Traffic Pack by JCCat mit am Start. Oh, ich glaube, der ist zu nah dran. Der muss erstmal an uns vorbeiziehen. Indem wir endlich auch richtige Autos hier auf den Straßen haben. Also wir hatten ja sonst immer die, ja, die AIs hier, keine richtigen. Ach ja, gut, jetzt ist die Geschwindigkeit aufgehoben. Jetzt hauen sie mir ja auch ab, dann brauchen wir nicht mehr rüberziehen. Und aber jetzt haben wir ein bisschen echteren Verkehr auf den Straßen. Das, glaube ich, ist ganz cool. Würde ich zumindest einfach mal so behaupten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich merke gerade, die Hintergrundmusik ist schon ein bisschen leise. Guck mal da, eindeutig Beetle. Der Käfer-Nachfolger. Also ich finde schöner mit richtigen Automarken. Oh, warte, stopp, wir müssen damit rüber. Lassen wir den mal schnell vorbeiziehen hier. Mal gucken, wer denn so sich als Raser hier etabliert, kann man ja nicht wirklich sagen, aber wer sich als Raser nachher hier outet, welche Automarken, mit welcher Automarke wir am meisten Unfälle bauen, man weiß es nicht. So, zieh, 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 zieh. Ja, das Lenkrad ist tatsächlich fast ein bisschen zu einfach, aber egal. Auch das Bremspedal ist natürlich jetzt mega. Man kann richtig in die Eisen gehen, man kann richtig bremsen. Das war auf jeden Fall sehr gut, die Tipps auch, die ihr da gegeben habt. Ich habe dann auch bei YouTube ein Video gesehen, wie man es ausbaut. Dieses kleine Gummipenüpselteil liegt jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch noch rum. Aber sehr, sehr gut, dass das weg ist. Hervorragend. Gut, hier machen wir gleich wieder rechts ab. Das ist ein Audi, würde ich behaupten. Vielleicht sehen wir ja auch mein Auto irgendwann mal. Das wäre es ja. Ich sage auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid. Falls wir es sehen. Natürlich auch farbtechnisch. So, dann nehmen wir die Verfolgung dann auf. Na, Bundesstraße, was fahren wir denn jetzt hier für einen komischen Weg? Ich habe die kürzeste Route. Apropos tanken, geht noch, ne? Warte, ich habe noch nicht genau im Info, wie ich das machen kann. 712 Kilometer hätten wir noch, also sollten wir locker schaffen bis zum Ziel. ...914 Kilometer sind wir mit unserem LKW gefahren. Also wir knacken heute
die Tausender-Marke. Ist noch nicht viel, ne? So, Leipzig-Riesa. Da kommt nichts. Vorne auch nicht, dann können wir ein bisschen weiter ausholen. Sicht. Ach ja, die Reifen wollten wir bald mehr ändern. Was, da wollte ich deswegen in die Werkstatt? Und nur wegen Reifen? Nee, ne? Ja, ein Porsche. Ein bisschen zu schnell unterwegs. Die Strecke sind wir auch alles noch nicht abgefahren. So, fahren wir mal wieder in die Innensicht. Ja, ich muss jetzt demnächst mal mein Lenkrad noch ein bisschen weiter bearbeiten. Ich denke, das werden wir in irgendeiner Folge vielleicht im Laufe der nächsten Woche oder so mal machen. Mal wieder ein bisschen gucken, welche Tasten kann ich fürs Lenkrad noch geschickt belegen, welche habe ich noch nicht belegt. Ich meine, hier, gut, habe ich Licht, da habe ich das kleine Licht, da habe ich Fernlicht. Aber ich glaube, ich kann noch nach oben ist Hupen. Das ist der Scheibenwischer. Das kann man eigentlich auch alles ganz gut aufs Sidepanel packen. Vielleicht habe ich es sogar auf dem Sidepanel. Wäre also dementsprechend aktuell doppelt belegt. Das wäre natürlich auch ein bisschen dämlich. Okay. Ja, die Meinungen gehen auseinander, ne? Zwischendurch mal ein bisschen schneller fahren. Nicht so schlimm. Andere sind sagen, oh, voll blöd, dass du so schnell fährst. Da ist jeder ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich sage ja, einmal blitzen pro Tour ist in Ordnung, mehr aber nicht. Dafür fahren wir zumindest, versuchen wir es unfallfrei zu fahren. So, 85 und dann mache ich wieder unseren beliebten Tempomaten. Den haben wir jetzt auf 84 stehen, ist auch in Ordnung. Ja, und dann fahren wir mal ganz entspannt hier die Autobahn runter. Was ist denn noch? Zoomen. Ich muss noch mal wieder ein bisschen überlegen. Das war der Zoom, genau. Jetzt fahren wir gleich durch Leipzig. Warte mal. Sollten wir vielleicht in Leipzig... Ah, das war ein bisschen verwirrt wieder hier, ne? Sollten wir in Leipzig vielleicht noch Fragezeichen besuchen? Haben wir das vielleicht sogar gemacht? Ja. Stimmt. Deswegen auch der kleine Umweg, wa? Also wir müssen gleich erstmal runter nach Leipzig, werden da einmal Fragezeichen abklappern, denn wir brauchen besseres Fachpersonal. Also Ulf ist jetzt noch nicht so vorbildlich, meiner Meinung nach. Da ist noch Luft nach oben. So, Leipzig. Bisschen langsamer werden. Erster Aufenthalt in Leipzig. Sehr gut. Ups. Da habe ich doch wieder glatt das Lenkrad mit abgerissen bei meiner Vollbremsung hier. Mein gut, das hat gerade noch so funktioniert. Ich gehe mal in die Außenansicht. Wisst ihr, ich bin bei den Städten und so hier, bin ich noch ein bisschen der Freund von der Außenansicht. McDonald's. Shell-Tankstelle. Bauhaus. Sehr cool. Und hier rote Ampel. Also einmal ordentlich in die Eisen steigen. Ah, schon grün. Da sieht man, das war gerade mal so ein Bremstest, wie schnell man tatsächlich steht. Ah, schöner McDonald's. Hier dürfen wir mit 60 durch. Das passt gerade so. So, dann müsste hier doch jetzt aber grün werden, oder? Schön großer Parkplatz hier beim Bauhaus. Uhr. Der Laden noch nicht dicht, hat wahrscheinlich bis 20 Uhr auf. Wa? So, stopp. Okay. Hier, Original DPD. Auch sehr schön. Da kommen wieder die Pakete. Was war das? Mercedes? Ups. Das war knapp. Ich sollte nicht nur auf die neuen KI-Fahrzeuge achten. Das, wisst ihr, was das bedeuten würde? Könnte teuer für uns werden. So, hier ist die Reparaturwerkstatt. Aber reparieren wollen wir nicht. Wir sind nicht so kaputt, ne? Nein, 0%. Alles gut. Los jetzt. Wollen wir hier irgendwo tanken? Nö. Toll, jetzt kommen da natürlich weitere Fahrzeuge da hinten angerast.
Der Steinetransporter wartet, der andere auch. Haben wir Glück. Dass die so viel Respekt vor uns haben und warten. So, also in Leipzig gibt es beides. Hier gibt es einen Händler und hier gibt es ein Arbeitsamt. Deswegen hatte sich der Weg hier, dieser kleine Umweg, auch auf jeden Fall gelohnt. Och nö. Aber das mit den Ampeln hier ist gerade ein bisschen nervig. Ich habe auch schon gesehen, gab ja auch als Tipp von euch, man kann tatsächlich mit dem Mod diese Straßensperren aufheben. Dass man überall durchfahren kann, zumindest so weit, wie es denn eben animiert ist. Also besonders weit wird man da wahrscheinlich nicht kommen, denke ich zumindest. So, da hätten wir das Arbeitsamt entdeckt in Leipzig. Günstige Arbeitskräfte hier wahrscheinlich. Das müsste doch reichen hier, oder? Ja, reicht. Danke. Danke, reicht. Wieso ist was eigentlich mit unseren Rückspiegeln, wenn wir in der Außenansicht sind? So, und hier können wir gleich wieder runter. Da waren wir einmal in Leipzig unterwegs. Dürfen wir fahren, können wir ein bisschen schneller fahren. Hier haben wir JCB. Brauchen wir nicht. Hier dürfen wir wieder rechts abbiegen. Aber was, also was ein roten Ampelverkehr hier. Was ist das hier für ein Händler? Bin gespannt. Ob wir auch unseren ersten DAF-Händler zum Beispiel mit reinkriegen in unsere Auswahl. Bisher haben wir da ja noch gar nichts von. Ach nee, er ist auf jeden Fall schon mal rowdy hier. Das war ja eindeutig. Ups. Kann lieber nichts sagen, lieber ordentlich fahren. Genau, hier haben wir den ersten DAF-Händler. Wurde ja auch mal Zeit. Gut, auch wieder raus. Aber auf die Autobahn, wenn wir dann hier an den Ampeln vorbeikommen irgendwann. Ah, hier. Auch schön, ne? Ich sage, ab jetzt mit richtigen Automarken. Grün, sonst würden die ja wohl auch nicht fahren. Sind da auch richtige Autos jetzt drauf? Nee, ne? Ich glaube nicht. Macht auch nichts. Aber gefällt mir. Sehr cool. Cooler Mod. Man hat sich ja zwar bei einigen Autos ja sowieso immer schon gedacht, das wird wohl so einer sein. Schon wieder eine rote Ampel. Hier könnten wir noch tanken, oder? Oh nein. Was ist das denn hier? Frecher Ford-Fahrer, oder? Ich weiß eigentlich, wir müssen noch nicht tanken, aber was soll's. Wo wir gerade hier sind an der Tankstelle, müssen wir uns später keine Sorgen machen oder Gedanken machen, dass wir irgendwie nichts kriegen. So, stopp, stopp, stopp. Das erste Mal richtig tanken, wa? Achso, das ist Motor starten. Taste 4 ist der hier gewesen, ne? Tanken. Ja. Dann hauen wir mal voll. Zum Glück geht das so schnell, ne? Das ist schon ein Hightech-Pumpen. So. Was kostet uns das? 486 Liter, 525 Tacken haben wir dafür bezahlt. Das hört sich immer so an, als wenn man Strafe kassieren. Dieses Signal ist immer so böse. Hier haben die ein bisschen Baustelle aufgebaut. Was haben die hier denn vor? Wollen die den Platz neu bearbeiten? Kommt nichts. Oh nein. Also das ist aber auch heute ein Pech hier, oder? Wir kommen überhaupt nicht voran. Das müssen wir morgen alles wieder reinholen, glaube ich. Erstmal einen Schluck Kaffee. Oder so noch zu McDonald's einen Burger essen hier. Cheesy. So, die kriegen wir jetzt mal die. Oh, Polizei. Ich glaube, die Polizei hatte ja seine Pro-Mods eh schon einigermaßen richtig, oder?
Oh nee. Bremsen sind echt richtig gut jetzt. Da muss ich mit ein bisschen mehr Gefühl noch beigehen. So, jetzt ein bisschen bequem hinsetzen und dann geht es aber auf die Autobahn. 439 Kilometer. Ich glaube, jetzt haben wir auch weitere Orte hatten wir nicht mit raufgenommen, oder? Zum Abfahren. Ich glaube nämlich der eine. Ne, das war nur gestriffen. Da war nichts. Aber hier wieder anzufahren ist natürlich echt blöd, ne? Also jetzt sind wir wahrscheinlich wieder ein bisschen länger auf der Autobahn unterwegs. Ich gehe mal wieder in die Innensicht, mache mir den einen Spiegel noch dazu und dann bleiben wir mal hier ein bisschen sitzen. Ich werde gleich hier rüberziehen. So. Dann wollen wir wieder unsere gemütliche Reisegeschwindigkeit erreichen. Hier 85 km/h ist top. Dann können wir mich jetzt ein bisschen entspannt hier Autobahn fahren. Getankt haben wir, brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Unsere Reichweite jetzt im besten Falle reicht für, was war das? 1600 Kilometer können wir damit fahren. Der Durchschnittsverbrauch schwankt natürlich stark, ne? Und die Sonne blendet ein ganz bisschen. Temperatur 20 Grad. So, was ist denn das? 20 Uhr gleich. Weiter geradeaus. Können eine Sonnenbrille gebrauchen hier. Da kommt schon wieder Polizei, aber die machen ja nichts. Wir fahren ja nur. Wir fahren noch in der hier Toleranzzone. So ein dicker Mercedes gewesen oder Audi? Das ist echt blöd so, ne? Weil es so blöd blendet. Was kommt da für Autos? So ein kleiner hier, wa? So schnell on Tour. Ja genau, Halle liegt hier auf dem Weg, aber Halle ist nichts Interessantes zu holen für uns. Deswegen haben wir den ausgespart. Und dann würde ich sagen, werden wir morgen den Rest dieser Tour zu Ende fahren. Ich denke, ohne Umwege schaffen wir das morgen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lässt. Auch einen Kommentar natürlich gerne zu diesem Mod-Paket abgeben, wenn ihr Bock habt. Und natürlich beim nächsten Mal wieder reinschalten. Bis dann und tschüss.